Mann. Alles klar. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an, wie viel da kommt. Ist ja nicht mehr normal hier. Ja, du bist ein geiler Hecht. Siehst du, guck mal, du bist mit einem beschäftigt, kommt der nächste und ballert dich einfach von ganz hinten weg. Oh, es ist nervtötend. So, endlich. Okay, ein noch dann. Der Zaun des Todes hält mich auf hier. Komm, greifen wir. So. Gar nicht mal so einfach, ja. Gar nicht mal so einfach, sag ich euch. So. Puh. Sicheren Boden wieder unter den Füßen, das gefällt mir. Was ist denn jetzt los? Ich kann nur noch langsam laufen. Was ist denn hier los? Be careful. There is a tremendous power close to you. It's not the Acolyte, it's something else. Something I have not felt for. The Brotherhood of Light. Its force is affecting my abilities. I did not expect this. Oh shit.
Oh, shit. Jetzt bin ich dran. Komm schon, Simon. Wie geil ist das einfach? Wie geil ist das einfach? Nein, solche Sachen kannst du nicht blocken. Check es doch endlich mal. No! Okay, so. Okay, mit dem Angriff habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Boah, das sieht so geil aus, einfach nur. So geil gerade. Das macht richtig Bock. Das macht richtig Bock, Junge. Boah. Shit, shit, shit. Feuerpeitsche hier, ja, packt er aus, einfach so. Hoho, blockt er einfach. Das kann doch nicht sein. You won't get past here. Oh shit, 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 shit! Was ist denn jetzt los? Was zur Hölle? Komm schon, komm schon, komm schon, Gabriel! Na komm her, du! Der Stein verarscht mich. Ah, die kennen wir doch noch. Thank you.
I'm Victor. Victor Belmont. Commander of the Brotherhood of Light. Protector of humanity. And the last of my illustrious bloodline. We thought you were dead. I'm immortal, warrior. Something you Belmonts don't seem to understand. We're hiding people here who haven't already been infected. I don't know how much longer we can hang on. Not long. Take it. It's an antidote to the infection. Wait. Whose side are you on? I stand alone. You helped me. Maybe I can help you. You are looking for the Acolytes, are you not? You know where they are? Not exactly. But I do know how we could flush them out. Follow me. We have to get away from the church. Follow me. We must continue. So, Moment mal. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass das... Sag mal... genau. Simon ist doch der Sohn von Trevor. Und Trevor ist doch der Sohn von Gabriel, also ist es jetzt sein Urenkel. Lesen wir das mal kurz durch. Nachdem Dracula die Bruderschaft des Lichts zerschlagen hatte, versammelten sich die überlebenden Mitglieder, um nach einem neuen Anführer zu suchen, dem letzten Nachfahren von Simon Belmont. Die folgenden Jahrhunderte unterstand die Bruderschaft dem Befehl der Belmonts und wartet auf die Rückkehr des Prinzen der Finsternis. Derzeit ist Victor Belmont das letzte Mitglied seiner glorreichen Erblinie und aktueller Anführer der Bruderschaft. Diese Stellung hat er sich verdient, indem er bewies, dass er so mutig und ehrbar ist, wie es die Sache der Bruderschaft erfordert und sich voll und ganz dem Schutz von Menschenleben verschrieben hat. Heilige Relikte, die bei einer aufwendigen Durchsuchung der Burgruinen zusammengetragen wurden, befinden sich in seiner Macht. Gabriel trägt im Kampf gegen die Fürsten der Schatten... Gabriel trägt sie im Kampf gegen die Fürsten der Schatten. Heute hängt das Schicksal der Menschheit von der wichtigsten Entscheidung ab, die dieser Soldat Gottes je treffen musste. Wird es ihm gelingen, seinen Glauben und seine Vorteile zum Wohle der Menschheit abzulegen? Ich bin Victor Belmont, Kommandant der Bruderschaft des Lichts, Beschützer der Menschheit und Letzter in meiner glorreichen Erblinie, Victor Belmont. Also ist er der Urenkel jetzt, oder? Ich raff das einfach nicht mehr. Wie viele Belmonts kommen denn noch? Ich schätze, er ist doch jetzt der Sohn von Simon, oder nicht? Ja. Come on, it's this way. Voll cool, ey. Aber weiß er nicht, dass hier dass es Gabriel ist, also hier in Dracula? Weiß er das gar nicht? Ja, ja super, sowas brauchen wir auch. Try to get over here. Coole Nase, du, ja. Hält er uns das richtig vor hier. Oh, guck mal hier, wie cool wir sind. The way out is right over here. Komm schon, Gabriel. Blamier dich jetzt nicht. This way leads outside.
Neither you nor the Brotherhood are going to get very far with this old antique. Zurbeck lost all trace of you. We feared you were destroyed. Disappointed. Look out! We're under attack!